So, ich bin jetzt in diesem Loch. Ah ja, das war extra hoch, ne? Oder extra tief. Ja. Nein! So. Dann wollen wir mal ein bisschen ausbauen, dann ganz sicher. Oh, deine Glowsticks. Die kann ich einsammeln, cool. Jetzt habe ich wieder 5 mehr. Yay. So, eigentlich sollten wir dann hier oben fast schon genug Platz haben, ne? Sind wir ja schon halb in der Corruption Zone hier drin. Ach, hi. So, das sollte aber auch reichen zum Kämpfen dann. Ja doch. Guck mal, da unten ist er. Der Sack. Na gut, dann baue ich mal eben das Häuschen. Hier rechts. Hier rechts ran, direkt am Dungeon hier so. Ah ja, geht auch. Hast du schon eine Wand, die du nicht mehr ziehen brauchst, weißt du? Muss ja nur so groß sein wie das Bett eigentlich, ne? Ja, das Bett ist eigentlich das Wichtigste. Und dann nachher, wenn es dunkel ist, was ja jetzt gleich der Fall sein wird, dann gehen wir mal den ollen Knochentypen dann nochmal verprügeln, würde ich sagen. Oh, ist mir kalt. Das ist doch unnormal. Ja, du kannst echt nur ein Bett hinstellen, wenn das wirklich zugebaut ist. Krass. Haben wir noch Holz dabei? Nee, gar nicht. Dann machen wir das anders. Aber ich habe noch genug Holz. Oh, es wird langsam echt schon dunkel. Krass. Und noch eine Fackel. Dann lass mich da oben noch kurz mein... Hä? Was? You feel an evil presence watching you? Jetzt müsste das Auge kommen. Das wär's noch. Zwei Bosse auf einmal, das wär's eigentlich, ey. Auge und Skelett auf einmal. Als dieses kam, habe ich mein Auge gerufen und dann hatte ich echt zwei Augen da. Aber ich kann das Bett nicht anklicken, du? Workbench fehlt. Muss die auch noch rein? Ja, die Workbench muss auch rein. Achso, verdammt. Nein. Brauche ich mehr Platz. Also ich gehe schon mal unten, dass ich dann gleich klickbereit bin hier. Ja. Eine Workbench. Da. So. Ach, jetzt geht's. Spawnpoint. Gut, dann mal das noch eben. Und dann geh mal raus. Ich mach jetzt hier noch kurz den ollen Soul Eater töten. Und oben kommen Zombies. So. Curse. Hilfe! Geht los! Ja! Denk an deine Archery Potion, wenn du das benutzen solltest. So, Schuss weg mit der Hand. Sag ich doch, jetzt kommt noch das Auge. Was? Ist es wirklich da? Ja. Krass, geil. Ne? Das hat mir echt noch nie. Da geht doch was. Oh, wie nice. Das macht Laune. Mach. Das haut doch ab. Warte, ich bin. Das ist nicht sehr wirkungsvoll. Ich hab doch sowas. Geil, dann brennen die. Oder auch nicht. Ein bisschen mehr. Blapp. Nein, ich bin runtergefallen. Das Auge ist sehr geil auf mich. Gut, schießen bringt nicht so viel. Ich nehme einfach ein Lichtschwert, das macht mich am meisten. Warte, die Hand ist jetzt weg. Blapp. Hilfe! So, jetzt. Nein! Komm her, du Auge! Ah, der Bumerang ist echt geil dafür. Oh, 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 oh.
Also ich für meinen Teil bin gleich tot. Oh nein. So, Auge platzt gleich. Ja, Auge ist gleich tot, dann haben wir nur noch den euren Knochenboss hier. Oh, Knochenboss hat auch nicht mehr viel. Also, oh, guck mal, bei dem Ding ist es echt praktisch, mal dieses rosane Lichtschwert zu nutzen, da, das rosane Schwert. So, das Eye of Cthulhu ist tot. Ja, der hält auch nicht mehr lange. Ne, der ist, hat auch hinter sich her. Bam! Ja, das war's. Sehr geil. Was haben die gedroppt? Okay. Nicht viel, das meiste hab ich aufgesammelt. Achso. Jetzt habe ich hier irgendwelche Unholy Arrows noch dazu gekriegt. Dafür nehme ich dann mal die normalen raus hier. Ne, das sind die Hellfire. Krass, ey. Direkt zwei Bosse. Das war cool. Das war, also das war wirklich cool. So, Shadow Scale, Demon Knight Ore, Corrupt Seeds, die brauche ich auch nicht. Ja, das ist cool. Dann würde ich sagen, lass einfach weiter nach rechts laufen, noch bevor ich die Welt ja eigentlich ein bisschen erkunden. Ja, klar. Das war ja dein Hauptziel eigentlich. Boss wäre so ein Bonus. Doppelboss. Ich hatte noch nie einen Doppelboss übrigens. Also, das war Premiere eben gerade für mich. Ich finde das so schön. Ach Mist, das hätte ich auch mal benutzen sollen. Ja, das war effektiv. Richtig sogar. Das ist ja das Krasse an der Sache. Also macht schon Damage ordentlich. Ja, das hat auf jeden Fall. Im Meteoroid, es wird doch immer geiler. Jetzt kommt alles auf einmal. So, wenn er jetzt kommt, dann bauen wir auch gleich noch mit ab. Ja, pass auf, der ist jetzt in unserem Haus. Das wäre wiederum scheiße. Aber nur geringfügig. Minimal, ja. Oh, Sonnenblumen, kommt das der Corruption? Ja, jetzt kommt der Wald ein bisschen mehr zum Vorschein im Hintergrund. Ach Mist, jetzt gehen wir wieder hoch. Mal einfach trinken. La la la. Ich bin ja übelst am Vorrennen, bist hier. Ich bin halt ich schneller. Ich hab das gleich. Ich hab die gleich. Ich bleib nur überall hängen hier, so eine Scheiße. Mal gucken, ob wir am Ende der Welt wieder so eine total geile Steilküste finden. Badum, tsch, so. Ja, das wäre cool. Ja. Ah, der Hintergrund kommt zum Vorschein. Der Corruption Zone Hintergrund. Ja, dieser Wald. Ja, die Bäume. Ja, die doch. Bäume. Hier gibt es echt ein paar richtig coole Höhleneingänge, die wir mal erforschen müssen noch. Überall verteilt. Ja. Besser als unsere alten auf der anderen Map da. Ah, die andere Map war ja nicht so der Hit, fand ich. Nee, aber die scheint hier echt cool zu sein. Boah, das sieht jetzt geil aus, der Hintergrund. Welche Größe hast du eigentlich genommen als Map? Wieder klein oder Medium? Medium. Medium, diesmal, das andere war klein, ne? Letztens? Ich meine ja. Das ist im Hintergrund jetzt Wasser? Ich sehe das kaum. Ja, doch. Weil viel zu dunkel einfach nur. Ist irgendwie ein Meer mit so Bergen, die da rausgucken. Und jetzt brauche ich meine Schwimmflosse und Klo-Sticks. Also ich komme hier oben, ich komme hier gerade nicht hoch. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Ich glaube, hier ist gleich eh Ende. Ne, Ende wird doch nicht sein. Also, wenn wir jetzt mal gucken hier. Oh, eine goldene Truhe. Ah, Schwimmflossen. Oh, wie bist du hier hochgekommen, bitte? Ach, bist du da immer noch? Ja, diese ein coole da, ja, die da drin ist. Da hänge ich gerade. Da komme ich nicht hoch. Ja, einfach hochgesprungen. Du bist mir einer, ey. Oh, ein Hai. Oh nein. Ach, jetzt war ich gerade. Oh nein. Oh. Weg hier. Ach, hier oben fängt das Meer an, oder was? Ja.
Das ist ja ein eigenartiger Stand ja. vom Meer. Irgendwie schon. Eigentlich müsste der ganze Damm da unter dem ganzen Druck vom Wasser zusammenbrechen. Aber hey, ich hab diese Dreckscheiße. Aber da ist nur die goldene Truhe mit dieser Schwimmflosse drin, aber die haben wir schon beide, ne? Ja, die brauchen wir. Die können wir höchstens mitnehmen und verkaufen. Hast du sie geholt? Ah ja, verkaufen. Ja, ab zurück. Tschüss. Du gehst jetzt duschen. Hier, guck mal, ich werf dir auch wieder... Unmengen von Glowsticks, da hast du eben 9. Genau. Boah, Hilfe! Komm, die holen mich ein, jetzt sind wir. Haben wir noch mehr da hinten oder ist dann gleich Feierabend? Oh, 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 nein, nein, nicht abkacken, nicht abkacken. Oh, gerade so. Hast du Schlüssel genommen? Ach, die, du hast die. Den Spiegel. Du Oller schon wieder, du Oller hier. So. So, erstmal verkaufen. Genau. Was bringt denn die Flosse? Inventar und dann ab. Und dann ab in die linke Richtung, würde ich sagen. Ja, genau. Zack. 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 Da ist die Flosse, bringt. Hä? Plus 3 Defense? Geil, die ist ja doch besser als meine. So. Oh, ich hab 9 Goldkreuz übrigens. Die neue Flosse bringt 3 Defense. Okay. Und nicht nur ein Defense, oder was? Ja, die alte bringt gar nichts. Außer, dass du schwimmen kannst. Ich hab jetzt übrigens was gekauft. Beim Händler. Ob du nun willst oder nicht. Oh, was denn? Willst du mal gucken? Da meiner Helm. Jo. Warte. Yay! Jetzt cool. Freu ich dich. mal gucken, ob das was bringt. Warte, wir mal kurz gucken hier. Ja, das bringt sogar was. Cool. Und die nur mal so aus Spaß an der Freude haben. Was, wenn ich mir hier eine Piggybank hole, dann habe ich doch Zugriff auf das andere Zeug auch, meine ich. Wow! Ich wollte ihn einfach nur haben, um ihn zu haben irgendwie. Aber das geht, ne? Jetzt ist hier die Piggybank und ich kann an meinem Gold, was wir in der anderen Welt haben, zugreifen. Ach, okay, cool. Warte, dann gebe ich dir eben noch mein anderes Geld, dann kannst du das da gleich mit reintun. Achso, ja, gib. Ist zwar jetzt nicht mal viel, weil ich mir gerade was gekauft habe, aber ist noch ein bisschen was. Hier ein Goldcoin. Ja, genau, warte mal. Wir haben aber gut was geschafft in der Episode. Ich habe mir ein ganzes Haus gebaut, drei Bosse besiegt. Ey, guck mal, sprich mal hier mit der Dryade. Da kannst du Status abfragen. Was für ein Status? Für wie die korrupt ist die Welt. Wie korrupt die Welt ist. You should try harder. Was heißt you should try harder in dem Fall? Du musst dich mehr anstrengen. Ja, das weiß ich auch, aber warum, inwiefern mehr anstrengen, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich denke mal die Welt frei zu machen, ne, von der Korruption hier. Ja, wie soll man den dann freikriegen? Das habe ich eh bis heute noch nicht verstanden. Harold the Clothier has arrived. Den hatten wir vorher noch nicht. Hä? Ja, muss das mit Klamotten zu tun, nochmal. Clothes sind ja Klamotten, wie jeder weiß, der Englisch kann. Und mal gucken, was der hat. Shop. Ja, da kannst du dir Summerhead kaufen. Und ein Plumbers-Shirt, das sieht aus wie Mario. Echt cool. Camilla-Shirt. Wie der aussieht. Camilla-Wing. Das ist ja cool. Dann müssen wir uns nachher noch eindecken. Ich will auf jeden Fall so ein Summerhead haben. Auf jeden Fall. Papa, ich will haben! So. Ich gebe noch mal eben den geilen Guide was. Mal eben ausprobieren. Warte. Ja, ich warte hier schon mal links, dass wir in die andere Richtung mal gucken können. Crafting. Hier, nimm mal das. Da muss ja da auch links bestimmt wieder irgendwo der Dschungel sein. Ich meine, ich könnte ja auch einfach im Internet gucken, aber... Auf der Terraria-Wiki? Genau, aber ich gucke jetzt einfach mal so. Oh, was ist das denn? Ach, guck mal. Man kann Pumpen bauen. Timer. Mechanisches Auge. Wir brauchen auf jeden Fall Soul of Light. Das ist was? Also runde Kreise. Und dann können wir den Skeleton Prime rufen. Und was ist das, ein neuer Boss oder was? Ja, ich